Bam! Shit, die Sonne, Digga. Woo! Einmal. Was geht ab, Leute? Gebt euch mal das Wetter. Ich pack mein Leben nicht. Es ist mitten im Dezember und es scheint so fett die Sonne. Aber es ist kalt. Ja, was geht ab, Leute? Es ist früh, also so Mittag. Ich bin erst vorhin aufgestanden und wir gehen geil trainieren. Wir machen ein geiles Brusttraining heute. Das bedeutet, ich zeige euch heute mein ganzes Brusttraining. 3 bis 4 Übungen mal sehen. Und jo, ich habe noch nichts gegessen. Das bedeutet, wir fahren jetzt noch kurz einkaufen. Ich zeige euch, was ich an solchen Tagen vor dem Training zu mir nehme. Und jo, kommt's mit. Altes Eis. Ich pack mein Leben nicht. Willst du Sitzheizung? Kannst du dich anmachen, ja. Sitzheizung im schönen BMW. Ich bin ja nüchtern. Das ist übrigens das letzte Training in meiner Diät, ja. Und wenn ich da manchmal trainieren gehe, direkt nach dem Aufstehen, trinke ich einfach Whey. Hier habe ich 40 Gramm Whey drin, Vanillegeschmack. Die Marke verrate ich nicht. Ich will ja keine Werbung machen. und jetzt, also und 2 Bananen baller ich mir auch noch rein. Die kaufe ich halt erst jetzt, weil ich hatte gerade keine. Also wenn ihr mal wirklich direkt so pumpen gehen wollt nach dem Training, einfach 30, 40 Gramm Whey und 2 Bananen und ihr könnt direkt trainieren gehen, ihr habt keinen Hunger und ihr habt wirklich Power, finde ich. Also das mache ich eigentlich öfter und das finde ich richtig geil. Probiert das mal aus, wenn ihr jetzt nicht unbedingt so 2 Stunden warten wollt, bis ihr ins Gym könnt. Und yo! Zwei Bananen, wie gesagt, und 40 Gramm Whey und jetzt direkt ins Gym. Yo! Erste Übung, Bankdrücken, wie immer, 5x5 System und jo, ich bin nicht mehr so stark, wie gesagt, ich habe das euch eben im letzten Video erzählt, das sind jetzt 105 Kilo, mache ich jetzt 5x5. Wichtig ist, Leute, Schulterblätter sind hinten, sind immer schön hinten zusammengepresst, das ist wichtig, damit ihr euch nicht verletzt. Dann, ihr habt einen festen Stand am Boden, das ist auch sehr wichtig, also die Füße sollen nicht irgendwie locker sein, weil da habt ihr die Power, wisst ihr? Also wirklich einen festen Stand am Boden haben, ein leichtes Hohlkreuz auch und einfach die Schulterblätter schön hinten haben. Das ist wichtig, schaut auf die Ausführung, schaut, wie ich es mache und jo, 5x5, let's go!
So Leute, zweite Übung, Kurzhantel Schrägbank drücken, aber auf 15 Grad und nicht auf 30 Grad. Das bedeutet, die Bank ist nicht so schräg. Ich spüre es einfach besser in der Brust. So, wenn ich es auf 30 Grad mache, dann geht das, finde ich, sehr, sehr schön auf die Schulter. Und so spüre ich das besser in der Brust. Von der Ausführung her ist es ähnlich wie beim Bankdrücken, also wirklich festen Stand, Leute, leichtes Hohlkreuz, Schulterblätter hinten, das ist eigentlich nicht wirklich ein Unterschied, ja. Und ich mache das hier wirklich mit wenig Gewicht, Leute. Ich werde so das jetzt dann mit 30 Kilo oder so machen, 10 Wiederholungen immer. Und ich mache das wirklich Post, das bedeutet, ich warte unten meistens eine Sekunde, konzentriere mich wirklich auf den Muskel und dann pushe ich das Gewicht hoch. Wenn ihr sowas mal macht, dann mache ich das nicht bei der ersten Übung, hier mache ich Bankdrücken ganz normal, 5x5. Aber bei der zweiten Übung nehmt mal ein bisschen weniger Gewicht, konzentriert euch wirklich perfekt auf die Ausführung, perfekt auf den Muskel. Und ja, glaubt mir, ihr werdet so ein geiles Gefühl bekommen. Ich mache jetzt 3 Sätze zu je 10 Wiederholungen. Ich hätte gesagt, let's go. So Leute, die dritte Übung und somit die letzte. Ich mache Supersätze, Gironda-Dips und Liegestütz. Liegestütz nehmt euch mal so Hanteln, dann ist das für das Handgelenk gesünder und es fühlt sich viel besser an, ihr trefft einfach viel besser die Brust. Und die Dips, die mache ich, wenn ich das letzte Übung mache ohne Zusatzgewicht, beziehungsweise einen Satz habe ich mit 10 Kilo gemacht, wenn ich sie ohne Zusatzgewicht mache, dann mache ich sie Post wieder. Eine Sekunde halten und richtig auf die Ausführung achten, weil sonst würde ich ohne Gewicht zu viel Wiederholungen schaffen und es fühlt sich einfach wirklich, wirklich gut an. Und hier mache ich auch 3 Sätze und ja, das ist die letzte Übung in meinem Brust, also 3 Supersätze. Dann haben wir Bankdrücken, 5x5, wir haben Schrägbankdrücken, 3x10 und wir haben jetzt noch die Dips und hier kille ich wirklich die Brust. Ich gebe so den letzten Reiz, Leute, und ja, kill sie einfach richtig. Jo, das war mein Brusttraining. Danach geht es noch mit Schulter weiter, aber das zeige ich euch mal ein anderes Mal. Und jo, später sehen wir uns eh noch, Leute. Gas geben. Doch, jetzt noch ein bisschen einkaufen. Was kaufen wir? Hä? Was
drauf noch. Hast du Hunger? Ich hab extrem Hunger. Meine Brust ist im Arsch. Ich glaube, ich werde ein bisschen Chicken kaufen, ein bisschen Huhn. So, Karotten, Leute. Tomaten, Bananen, Mikronährstoffe. Und er hat noch Huhn in der Hand. Yeah, mehr brauche ich nicht.